Herzlich willkommen zu diesem 33. Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Grundkompetenzen. Jetzt möchte ich zeigen, wie man eine Verknüpfung hin zum Desktop machen kann, nämlich von Programmen. Im letzten Video haben wir es besprochen, wie man das bei Dateien und Ordnern machen kann und gezeigt, wie das bei Programmen geht. Ich öffne das Startmenü. Wenn ich jetzt hier etwas eingeben würde, wie zum Beispiel Word, würde es mit der linken Maustaste auswählen und würde es auf den Desktop schieben, dann würde es nicht gehen. Entscheidend ist, dass du hierher gehst und in dem vorhandenen angezeigten Programm, wenn ich hier rauf und runter gehe, das hier dann nimmst und dann bei gedrückter linker Maustaste das herüberziehst. Also bei Suchergebnissen funktioniert das im Startmenü nicht. Aber über das Startmenü und dann sucht man sich die Programme so, ohne dass man sie jetzt wirklich händisch quasi eingibt oder nach Texten durchsucht, funktioniert das sehr gut. Einfach nehmen und dann herausziehen. Ja, das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder.